billigste Marke der Welt für dieses Gummiboot. Wirklich das Schlechteste vom Schlechten. Haut mich um. Herzlich willkommen zu Auf den Adventures. Heute Motivbesichtigung. Wir sind heute den kompletten Tag auf Motivbesichtigung bzw. Motivvorbesichtigung und gucken uns mal so ein bisschen an, ein paar mögliche Motive für unsere geheime Comedy-Produktion. Codename immer noch nicht gefunden, Kommentare mit Vorschlägen sind herzlich willkommen. Und wie ist die Stimmung im zweiten Stock von 6? Echt 6 Stockwerke? Ja. Shit. Also wir tüdeln hier heute von Motiv zu Motiv. Da geht es dann vor allem um Dinge wie gucken, ob das Drehbuch, was wir für die Situation haben, umsetzbar ist, ob wir alle Locations dafür haben, ob wir alle Ecken haben, ob es ja welche Gewerke noch ran müssen, ob vielleicht viel Requisite notwendig ist oder ob vielleicht schon alles da ist. Was wichtig ist, ist auf jeden Fall, die Drehbücher greifbar zu haben, dass man immer gucken kann, welche Situation haben wir noch, weil man schnell dann doch mal irgendwie was vergessen kann. Ich habe immer schon mal gerne eine Kamera dabei. Ich hatte jetzt hier die Canon R6, auch um schon mal ein paar Testclips zu machen, ein paar Testaufnahmen. Ist aber kein Muss. Oft tun es auch wirklich die Handyaufnahmen. Was ich dann auch oft machen kann, ist Leute schon mal in die Situation reinsetzen, um so ein bisschen Gefühl fürs Licht, fürs natürliche Licht vor Ort zu bekommen. Das heißt, ich habe hier zum Beispiel ganz oft Lisa benutzt, um gewisse Situationen schon mal vorzuspielen, anzuspielen, um zu gucken, in welchen Ecken das am besten funktioniert, ohne dass man irgendwas zusätzlich machen muss. Sehr gut, machst du das? Entsprechend Hashtag des Tages. Wie Lisa. Ich habe dazu ein paar super interessante Fragen auf Instagram bekommen. Eine Frage zum Beispiel ist, ob wir die Location selber auswählen oder ob der Kunde genau vorgibt, was er möchte. Wir sind natürlich in der Situation, dass wir Fiction-Projekte machen, sprich, dass ein Drehbuch vorgibt, welche Location benötigt ist und dass wir dementsprechend die Locations und Motive auf die Umsetzbarkeit der Drehbücher überprüfen müssen. Meiner Meinung nach haben wir bzw. er als Regisseur vor allem da eigentlich das letzte Wort, ob das da machbar ist und auch Sinn macht. Ich bin müde. Nee, das stimmt, das muss zu meiner Vorstellung passen und halt auch, man muss schon das Gefühl haben, dass Kameras und Crew und so da reinpassen. Ja, manchmal schaut man sich Motive an, wo man sich einfach von erster Sekunde an denkt, ja, wir können direkt wieder umdrehen, 15 Leute Crew kriegt man ja nicht unter. Vor allem nicht in der aktuellen Corona-Situation, wo wir einfach Abstände halten wollen. Das ist auch ein guter Punkt. Eine der Sachen, auf die man auf jeden Fall achten muss und nicht unterschätzen darf, ist die Größe von einem Motiv. Denn was wir ganz häufig erleben, ist, dass man einfach viel zu kleine Motive ansteuert, weil man glaubt, ja, das Original wäre ja so groß, aber man vergisst halt oft, dass man sich da reinbegibt mit unglaublich viel Technik, Cases, die leer irgendwo hin müssen, Personal und so. Und deshalb macht es einfach immer Sinn, Motive anzusteuern, die sehr, sehr viel größer sind als das, was die Geschichte eigentlich darstellt. Ja. Was man auch gerne mal vergisst, ist, dass man natürlich nicht nur das Motiv selber, sondern auch die Gegebenheiten drumherum, das heißt Parkplätze zum Beispiel, abcheckt. Wir haben jetzt das Glück, dass wir uns darum in der Produktion hier keine Sorgen machen müssen. Dafür gibt es Leute, die sich darum kümmern. Aber für alle Leute, die sich selber um ihre eigene Produktion kümmern, ist das auf jeden Fall nicht zu vernachlässigen, weil nichts zackt so sehr wie 20 Cases irgendwie 6 Kilometer und 8 Stockwerke nach oben transportieren zu müssen. True. Ich will nicht wissen, was hier für Körperflüssigkeiten drauf sind auf diesem Sofa. Die Motivsuche machen wir zum Glück nicht selber. Aber für gewöhnlich ist es so, dass Motivscouts oder auch Set-Aufnahmeleiter, Motivaufnahmeleiter sich im Internet umschauen. Da gibt es mehrere Plattformen und auch einfach viel kennen. Also es gibt ja einfach so Klassiker. Ach, wir brauchen ein Schloss. Ja, ich habe mal da und da gedreht. Und dann werden noch ein paar Leute angerufen, die man kennt, von denen man vielleicht weiß, dass sie mal irgendwie so ein Motiv bedreht haben. Und dann sammelt man so. Lisa, was hast du heute gelernt, worauf man achten muss bei Motivbesichtigung? Dass die Sonne nicht so reinscheint. Warum? Im fünften Stock, weil man es dann nicht mehr kontrollieren kann. Mit der Sonne gibt es, finde ich, zwei Situationen. Die eine Situation, outdoor, wo man nichts machen kann. Du kannst nichts gegen das Wetter tun, wenn du draußen drehst.
dann solltest du darauf achten, dass die Sonne zumindest gut steht oder wissen, wie die Sonne steht zu gewissen Uhrzeiten. Damit man zum Beispiel sagen kann, wir drehen morgens die eine Szene, weil dann die Sonne gut kommt, und drehen dann nachmittags oder abends eine andere Szene, wo die Sonne schon anders steht. Indoor will ich persönlich Sonne möglichst vermeiden können und über eigens gesetztes Licht gehen, um es so kontrollierbar wie irgend möglich zu machen. Das ist nicht immer leicht und auch nicht immer möglich, aber sollte zumindest angestrebt / kontrolliert werden. Dementsprechend so eine Sunseeker-App. Was nutzt du da? Lumos. Lumos. Was sie auf jeden Fall machen muss, ist, dass man das Datum entsprechend eingeben kann. Das wäre scheiße, wenn ihr das nicht kann. Und man sollte natürlich auch die Kamera nutzen können, um wirklich Augmented Reality zu haben. Sieht dann richtig asozial über uns. Dann wird's scheiße. Hier wird's richtig kacke, richtig kacke, richtig kacke. Hier wird's dann immer wieder schön. Und auf der Baumseite geht die Sonne unter. Alles. Das bin ich. Jetzt redest du nicht mehr nur mit der Kamera, sondern auch mit deinem Handy. Man glaubt immer, dass man sich alles merken könnte, was man an so einer Motivtour macht. Und das ist völliger Quatsch. Zum Beispiel die Sonnen. Den Sonnenverlauf und so. Ich denke mal, ja, merke ich mir, aber am Arsch. Deswegen mache ich mir nicht nur irgendwie Screenshots mit meiner Sunseeker-App, sondern auch teilweise Videos, dass ich wirklich genau nochmal gucke, wo verläuft die lang. Wenn wir sagen, wir schießen hier eine Sache, dann muss ich wissen, wann ist die Sonne auf der anderen Seite und so. Je mehr man sich mitnimmt, desto besser ist es, weil im Endeffekt guckt man sich vielleicht auch 5 andere Locations an und ganz viele Leute quatschen drüber und jeder hat irgendwie was anderes im Kopf. Deswegen ist es super wichtig, da wirklich harte Fakten zu haben und Videoaufnahmen, Fotos, Screenshots, alles, was irgendwie geht, mitnehmen. Weil mit Sicherheit 2 Wochen später und 10.000 Motive später, 20 Drehbücher später, wisst ihr nichts mehr von eurer Motivbesichtigung. Joscha, was sind denn die Sachen, auf die du als Regisseur am ehesten bei einer Motivbesichtigung achtest, als erstes? Dass das Blocking funktioniert, ist, glaube ich, das allererste, worauf ich achte. Manchmal gehen die Drehbücher ja bestimmte Positionen im Raum vor. Jemand kommt durch die Tür, guckt in die Richtung, sieht das und das. Dass das funktioniert und wenn es nicht funktioniert, ob ich eine Alternative finde. Und dann das Zweite ist natürlich, ob der Raum die Geschichte mittransportiert, ob das passt. Also ich kann halt nicht einen Atombunker drehen in einem Haushaltskeller. Wie legt ihr die Route fest? Meistens ergibt sich die Route gar nicht durch irgendwelche Abstände, sondern eher durch die Verfügbarkeiten der Motive. Für so eine Motivbesichtigung muss man ja dann, keine Ahnung, 10 Motivgeber zusammenkriegen. Der eine geht dann morgens zum Arzt, der andere halt nachmittags irgendwie Golf. Und so ergibt sich das meistens relativ logisch von alleine, so eine Route. Wie kalkuliert ihr solche Tage? Also im Endeffekt, wir haben halt Tagessätze für die für unsere Sparte, für mich Regie, für Maus, DOP üblich sind und die fallen halt an, egal ob man dreht oder nur durch die Gegend fährt. Und dementsprechend ist das einfach ein kompletter Tagessatz für so einen Tag wie heute. Ganz einfach. Tschö. Tschüss. Schön, schön. Ciao. Muss man haben. Schönen Feierabend. Ihr euch auch. Locations generell zu finden, ist wirklich eine der härtesten Aufgaben, aber auch eine der übertrieben wichtigsten, weil mit der Location steht und fällt der Dreh, also das Drehbuch und die Umsetzung. Und es ist einfach mega wichtig und wird, glaube ich, viel zu häufig unterschätzt. Man kann viel rausholen mit Requisite und was weiß ich was, aber wenn man zum Beispiel einen ultra pompösen Raum braucht, dann kann man den nicht unbedingt in der eigenen Wohnung mit kleinen deutschen Minifenstern umsetzen. Es gibt einfach so ein paar Sachen, die kann man nicht ersetzen. Und ganz häufig geht es da um Fensterfronten und auch um Wandfarben zum Beispiel und irgendwie so verschiedene Strukturen. Richtig geile Frage bei Instagram bekommen, schon mal aus Versehen was kaputt gemacht bei der Location. Tatsächlich, ja, letztes Jahr bei der Besichtigung von der Location, die wir heute auch wieder angeschaut haben, waren in der Küche so Platten in der Abzugshaube beziehungsweise in den Oberschränken, die man rausnehmen konnte, diese so Milchglasplatten. Und ich wollte einfach nur gucken, ob man dahinter Licht positionieren könnte. Die Antwort ist ja, kann man. Das Problem ist nur, eine dieser Platten ist mir leider entflutscht und auf die Marmorplatte der Küchenzeile gebraust und hat da ein Stück Marmor abgesplittert. War unangenehm, aber im Endeffekt ist das dann über die Versicherung gelaufen und ja, wurde dann repariert. Ist, wie gesagt, unangenehm, muss nicht sein, aber war jetzt auch kein Riesendrama. Für sowas ist man nämlich versichert. Was natürlich auch total wichtig ist, ist die Frage nach Strom. Vor allem bei größeren Locations und größeren Vorhaben braucht man definitiv stark Strom, um entsprechend große Lampen
zum Beispiel vor Fenster stellen zu können. Da reichen 16 Ampere Starkstromleitung auch nicht. Da braucht man definitiv 32. Oder, wenn es das nicht gibt, ein Genny, also ein Stromgenerator, ein Stromaggregat, und zwar in Form von einem LKW, der dann auch entsprechend die Power hat. Der braucht dann wiederum einen Platz, wo er hin kann. Und ja, das ist dann logistisch auch wieder so ein Thema, wo man drauf achten muss. Okay, Leute, wir sind durch für heute. Vielen Dank fürs Anschauen. Ich bin mir sicher, es sind noch ein paar Fragen offen geblieben oder vielleicht auch neu dazugekommen. Von daher gerne in die Kommentare. Oder, was ich auch total interessant finde, eure Tipps beim Location Scouten / Motiv besichtigen. Ganz wichtig hierzu ist, es wird noch, wenn man die Motive festgelegt hat, eine technische Vorbesichtigung geben, wo man dann deutlich tiefer in die Details geht. Das heißt, man schaut wirklich mit dem Oberbeleuchter zusammen, wo kommt welche Lampe hin, wo kommt der Genny hin, wo kommt der Strom her, was ist die Auflösung von dem Ganzen und so weiter und so fort. Das ist dann bei der technischen VB, die dann folgt, wenn alle Locations festgelegt sind. Okay, vielen lieben Dank fürs Anschauen. Like, Subscribe, Hashtag des Tages gerne in die Kommentare und dann sehen wir uns morgen. Bis dahin, ciao. Hallo Fans, ihr kriegt jetzt auch Autogramme, wenn ihr wollt. Einfach schreiben an marius@superstandy.de. Gibt man darüber auch dein Autogramm? Nee, weil ich es mir nicht wert bin.